Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland und die EU haben die US-Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kritisiert. US-Präsident Trump hatte die Strafmaßnahmen in der Nacht in Kraft gesetzt. Er wirft Deutschland vor, sich durch die Gaspipeline von Russland abhängig zu machen. Die Bundesregierung sprach von einer Einmischung in innere Angelegenheiten. Auch die EU lehnt nach Angaben eines Kommissionssprechers Sanktionen gegen europäische Unternehmen ab, die rechtmäßige Geschäfte betrieben. Hier ein Überblick über das Pipeline-Projekt. Hinter Nord Stream 2 steht der halbstaatliche russische Gaskonzern Gazprom. Er ist formal einziger Anteilseigner. Ihm gehören sowohl die Leitungen als auch das Gas. 5 Unternehmen sind als Investoren beteiligt. Die Leitung soll Erdgas von der russischen Narva-Bucht über die Ostsee bis Lubmin bei Greifswald transportieren. Von hier aus soll das Gas dann auch auf den europäischen Markt weitergeleitet werden. Durch die Rohre sollen künftig pro Jahr bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas transportiert werden. Sie werden auf einer Strecke von rund 1200 Kilometern doppelt verlegt. Die Leitung ist zu fast 90% fertiggestellt. Nord Stream 2 soll, so die Betreiber, im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden. Es fehlen noch 300 Kilometer, dann wäre die Ostsee-Pipeline fertig. Diese Unterschrift soll das noch verhindern. US-Präsident Trump hat ein Gesetz unterzeichnet, das Sanktionen gegen beteiligte Firmen bei Nord Stream 2 vorsieht. Die Begründung, man wolle eine Abhängigkeit Deutschlands und Europas von Russland verhindern. Vizekanzler Scholz kritisiert das scharf. Solche Sanktionen sind ein schwerer Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und Europas und der eigenen Souveränität. Das lehnen wir entschieden ab. Und es ist im Übrigen auch etwas, was sich unter Freunden, die in der NATO miteinander verbunden sind, überhaupt nicht gehört. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen Firmen wie das Schweizer Unternehmen Orsis. Dessen Spezialschiffe verlegen die Pipeline auf hoher See. Durch die Sanktionen könnten ihre Geschäfte in Amerika auf Eis gelegt werden. Die Firma lässt ihre Arbeit vorerst ruhen. Die Linke ist empört. Ja, US-Sanktionen gegen europäische Unternehmen, die sich an rechten Gesetze halten, die sind völkerrechtswidrig. Und ich denke, die USA wollen hier einfach ihr Fracking-Gas verticken, wollen die Europäer zwingen, dieses sehr umweltschädliche Fracking-Gas zu kaufen. Gegenmaßnahmen lehnt Schwarz-Rot dennoch ab. Wir halten nichts von einem Handelskrieg, weder in dieser Frage noch in anderen Fragen. Wir glauben, dass man politische Auseinandersetzungen politisch austragen muss und nicht dazu beitragen sollte, dass Handelskonflikte schlimmer werden. Das Betreiberkonsortium um den russischen Konzern Gazprom will trotz US-Sanktionen weiterbauen. Das könnte allerdings länger dauern und teurer werden. Das Löschen der Daten auf einem Diensthandy der ehemaligen Verteidigungsministerin von der Leyen im vergangenen Sommer hat ein juristisches Nachspiel. Der grünen Sicherheitspolitiker Lindner stellte jetzt Strafanzeige wegen des Verdachts der Beweismittelvernichtung durch das Ministerium. Die Daten waren vom Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre ausdrücklich angefordert worden. Es geht um den Vorwurf, dass bei Beraterverträgen gegen das Vergaberecht verstoßen wurde. Das Ministerium hatte gestern eingeräumt, die Daten wegen eines Sicherheitsproblems vernichtet zu haben. Russland und China haben im UN-Sicherheitsrat die Verlängerung von Hilfslieferungen an Syrien blockiert. Auch Deutschland hatte sich für die Fortsetzung des Programms eingesetzt, das in 3 Wochen ausläuft. Der deutsche UN-Botschafter Heusgen befürchtet, dass sich die Lage der notleidenden syrischen Bevölkerung jetzt weiter verschlechtert. Zehntausende Menschen sind in der Provinz Idlib vor Angriffen des syrischen Militärs auf der Flucht. Russland unterstützt die Regierung Assad im Kampf gegen die Rebellen. Die Syrienhilfe der Vereinten Nationen steht auf der Kippe. Im Sicherheitsrat scheitert eine Resolution zur Fortführung der Hilfslieferungen an einem Doppelveto von Russland und China. China hat Interessen in der Region. Russland gilt im Bürgerkrieg als Verbündeter des syrischen Präsidenten Assad. Die syrische Obrigkeit hat die Kontrolle über einen Großteil des Gebiets wiederhergestellt, weswegen grenzüberschreitende Hilfe nicht mehr nötig ist.
Streitpunkt im Sicherheitsrat ist die Zahl der Grenzübergänge, über die humanitäre Hilfe nach Syrien gelangt. Deutschland hatte die Resolution mit ausgearbeitet. Mehr als 4 Millionen Menschen sind in Syrien auf grenzüberschreitende Hilfe angewiesen. Der Sicherheitsrat hat sie heute im Stich gelassen. Das ist ein trauriger Tag für das syrische Volk. Derzeit kommen über 4 Grenzübergänge dringend benötigte Lebensmittel und Medikamente ins Land. Gerade im Norden Syriens, in der Provinz Idlib, verschärft sich die Lage weiter. Das Assad-Regime und Russland bombardieren verstärkt das Rebellengebiet. Binnen 24 Stunden soll es dort mehr als 400 Luftangriffe gegeben haben, berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Laut UN-Angaben sind im Norden in den vergangenen Wochen etwa 60.000 Menschen vor der Offensive geflohen. Die USA, die den Vorsitz im Sicherheitsrat haben, kritisieren die beiden Vetomächte scharf. Sie würden mit ihrer Blockade Zivilisten gefährden, um der Regierung Assad zum militärischen Sieg zu verhelfen. Russland und China demonstrieren damit, dass sie die Augen verschließen vor den brutalen Zuständen, die das Assad-Regime dem eigenen Volk auferlegt. Trotz verhärteter Fronten, über die Feiertage soll weiter verhandelt werden. Ohne eine Einigung läuft das UN-Mandat für die Hilfslieferungen am 10. Januar aus. Armut und Wut auf die Regierung führen in Haiti seit Monaten zu Ausschreitungen und Protesten. Bandenkriege, Barrikaden und brennende Autoreifen prägten über Wochen das Bild auf den Straßen. Angekommen ist die Krise in dem Karibikstaat mittlerweile auch im Gesundheitswesen. Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen versuchen, die medizinische Versorgung in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince aufrechtzuerhalten. Hinter Stacheldraht und Mauern liegt das Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen in Port-au-Prince. Hier arbeiten seit Ende November 170 medizinische Mitarbeiter, vor allem aus Haiti, und freiwillig Ärzte wie der Schweizer Thomas Schäfer, der helfen wollte, nachdem Haitis Krise auch die medizinische Versorgung lahmgelegt hat. Es ist eine große Gesundheitskrise. Mit den letzten Unruhen haben die meisten öffentlichen Spitäler geschlossen. Es gibt noch einzelne private Spitäler, aber auch die privaten Spitäler haben geschlossen, die meisten. Seit Monaten gehen die Menschen auf die Straße. Armut, Stillstand und Wut haben seit September die Proteste angefacht. Mehr als 100 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Der Zorn richtet sich gegen Präsident Moïse, dem Korruption vorgeworfen wird, während im Land der Hunger wächst und die Sicherheitslage immer schlechter wird. Im Krankenhaus spiegelt sich das wider. Diesem 11-jährigen Jungen wurde in den Bauch geschossen. Fast alle Patienten Gewaltopfer, die Folge von völliger Gesetzlosigkeit, wo Banden Stadtviertel kontrollieren und Passanten überfallen. Stark bewacht das Gebäude der Opposition. Die erhebt schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten, strebt dessen Sturz und eine Übergangsregierung bereits im Januar an. All die Mitglieder der Regierung, die sich bereichert haben, wir werden dafür sorgen, dass sie bezahlen. Wir werden die Menschen zusammenbringen, um das Land wieder aufzubauen. Dafür haben wir bereits ein Regierungsprogramm ausgearbeitet. Haiti steht am Abgrund. Zu befürchten ist, dass die humanitäre Katastrophe weitergeht. Im österreichischen Bundesland Tirol gelten von heute an erneut regionale Fahrverbote. Bis April sind mehrere Strecken an Wochenenden und Feiertagen tagsüber für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wie schon im Sommer will die Tiroler Landesregierung damit erreichen, dass Straßen durch Dörfer nicht als Ausweichrouten befahren werden. Autofahrer sollen möglichst lange Autobahnen nutzen. In Frankreich behindern Streiks bei der Bahn den vorweihnachtlichen Reiseverkehr erheblich. Nur etwa die Hälfte der Hochgeschwindigkeitszüge fahre, teilte die Bahngesellschaft SNCF mit. Der Regionalverkehr ist ebenfalls gestört. Zu Ausfällen kommt es auch bei Verbindungen aus Deutschland nach Frankreich. Der Ausstand ist Teil der seit mehr als 2 Wochen andauernden Proteste gegen die geplante Rentenreform der französischen Regierung. In Australien kämpfen Feuerwehrleute noch immer vergeblich gegen die Buschbrände. Hohe Temperaturen und Winde fachen die Flammen zusätzlich an. Rund um Sydney im Bundesstaat New South Wales zählen Einsatzkräfte etwa 100 Feuer. Die Regierung rief Urlauber auf, die Stadt vorübergehend nicht zu verlassen. Rund 3 Millionen Hektar Land sind den Flammen seit September zum Opfer gefallen. Eine Fläche so groß wie Belgien.
Mit einem Beethoven-Marathon hat die Stadt Bonn das Jubiläumsjahr zu Ehren des 250. Geburtstags des Komponisten eingeläutet. 12 Stunden lang werden an 30 Spielorten zahlreiche Ensembles und Künstler die Musik Ludwig van Beethovens interpretieren. Der in Bonn geborene Komponist soll in allen Kultursparten erlebbar gemacht werden. Ein Höhepunkt ist die Aufführung aller 9 Sinfonien an verschiedenen Spielorten. RB Leipzig ist erstmals Herbstmeister der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Nagelsmann besiegte zum Abschluss der Hinrunde Augsburg mit 3:1 und kann dank der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber Borussia Mönchengladbach nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Julian Nagelsmann ist ganz oben mit RB Leipzig. Es war ein hartes Stück Arbeit gegen Augsburg. Zuletzt 16 Punkte aus 6 Spielen. Augsburgs bester Stürmer Florian Niederlechner war schon in der 8. Minute präsent. Nach Vorlage von Richter traf er zum 0:1. Für Niederlechner der 18. Scorerpunkt. Erst 60 Minuten später der Ausgleich. Konrad Leimer nahm Mora weg den Ball ab und traf zum 1:1. Wieder einmal sorgte Leipzigs Gegenpressing für ein Tor. Leimer spielte nicht faul und überwand den Tschechen Kobek. 10 Minuten vor Schluss das 2:1 nach Ecke von Nkunku war Schick völlig frei. Das erste Kopfballtor des Tschechen in der Bundesliga drehte das Spiel. Eine Minute vor Schluss schob der eingewechselte Paulsen einen Werner-Pass zum 3:1 ins Netz. Leipzig schoss zum 8. Mal in Folge mindestens 3 Tore und ist erstmals Herbstmeister in der Bundesliga. Er ist sowas wie der Weihnachtsmann des FC Bayern, Joshua Zirkzee, der Matchwinner beim 2:0 gegen Wolfsburg. Vor 75.000 Zuschauern haben die Bayern in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, aber Wolfsburg ist immer gefährlich. Arnold für den VfL, der noch nie in München gewonnen hat. Die Bayern-Oberen bleiben entspannt nach 45 Minuten, wohl wissend, wie effektiv ihr Team in der Schlussphase sein kann. Unter anderem wegen ihm, Joshua Zirkzee. Das 1:0 in der 85. Minute. Wie am Mittwoch in Freiburg ist es sein erster Ballkontakt. Der 18-Jährige trifft 150 Sekunden nach seiner Einwechslung. 60 Sekunden vor dem Ende entscheidet dann Serge Gnabry die Partie. Lewandowski legt vor, 2:0. Ein mühevoller Sieg für die Bayern gegen lange Zeit gleichwertige Wolfsburger, die erst in den letzten Minuten niedergerungen wurden. Für Bayern-Trainer Hansi Flick der 8. Sieg im 10. Spiel. Morgen wollen die Bayern bekannt geben, dass die Zusammenarbeit bis zum Saisonende fortgeführt wird. Und hier die weiteren Ergebnisse. Mainz-Leverkusen 0:1, Schalke-Freiburg 2:2, Köln-Bremen 1:0. Im Spiel Hertha BSC gegen Mönchengladbach steht es kurz vor dem Ende 0:0. Bereits gestern gewann Hoffenheim gegen Dortmund mit 2:1. Morgen empfängt Düsseldorf noch Union Berlin und Paderborn trifft auf Frankfurt. Die Tabelle. Spitzenreiter Leipzig ist Herbstmeister, Mönchengladbach auf Rang 2, vor München, Dortmund, Schalke und Leverkusen. Freiburg ist 8., dann Wolfsburg. Die zweite Hälfte beginnt mit Augsburg, Mainz auf Platz 14, vor Köln und Bremen. Die Abstiegsränge belegen Düsseldorf und Paderborn. Die Lottozahlen. 4, 13, 14, 20, 27, 35. Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 22. Dezember. Tiefdruckeinfluss sorgt regional für nasses und vor allem im Südwesten Deutschlands auch für windiges Wetter. Heute Nacht ist es im Nordosten oft klar, während sich von Westen Regenwolken ausbreiten. Dahinter bekommen die Wolken Lücken, es sind aber noch Schauer unterwegs. Morgen in den östlichen Landesteilen auch mal Sonnenschein und meist trocken, sonst Schauer, im Südwesten fällt später auch längere Zeit Regen. Heute Nacht im Osten und Süden Werte um den Gefrierpunkt am Rhein bis 8 Grad, wo morgen zweistellige Werte erreicht werden. Am kühlsten bleibt es im südöstlichen Bergland. Am Montag wechselhaft und windig, im Bergland zum Teil längere Zeit Regen, in höheren Lagen Schnee. Auch in den folgenden Tagen unbeständig, teilweise windig und gebietsweise nass. Im höheren Bergland ist weiterhin Schnee dabei. Ingo Zamperoni meldet sich um 23.30 Uhr mit diesen Tagesthemen. US-Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline, eskaliert der Streit noch weiter und Neustart bei der Pflegeausbildung. Wie gut sind die Änderungen?
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.